Servus Leute, was geht ab? Ich bin Sol Shishamü. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um eine Produktvorstellung, wie ihr gesehen habt, ja. Und zwar um dieses Schmücke-Ding hier. Das Ganze wird hergestellt in Russland, ist komplette Handarbeit. Heißt VZ, besteht aus Kupfer. Es gibt sie auch als Edelstahl-Variante. Aber ich habe mich für Kupfer entschieden. Warum, kommen wir noch später beim Rauchen dazu. Da erzähle ich euch noch ein bisschen mehr dazu. Das Ganze ist sehr speziell. Heißt VZ, weil der Herr, der sie herstellt, Vasili Zazarensky heißt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Hergestellt ist das Ganze in Krasnodar. Er hat ganz klein angefangen, ja, hat sie erstmal eigentlich für sich selber hergestellt. Mittlerweile ist die Pfeife international, also es gibt sie eigentlich fast überall auf der Welt. Man kann sie beziehen bei ihm über Russland. Aber zum Preis kommen wir dann noch später, ja, erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu. Ich habe die Pfeife das erste Mal gesehen und habe mir gedacht, Alter, die sieht echt mies aus, ja, mies. Und die gefällt mir auch vom Aussehen her sehr, sehr, sehr. Deswegen habe ich sie mir gegönnt. Ich habe die Nummer 944. Ich will mal sagen, wir kommen jetzt zum Aufbau. Fangen wir an einfach oben mit dem Kohleteller. Den kann man einfach abstecken. Also hat man hier das Ganze gekantet, wie man sieht. Dann hat man hier den Kopfanschluss, ja, der auch ziemlich dick gehalten ist. Also muss man da schon mit gescheiten Dichtungen arbeiten, weil es sonst ein bisschen schwer passt. Also sollte man da mit einer dünnen Dichtung arbeiten, ist eigentlich besser, wie ich finde, aber jedem das seine, ja. Bei der Pfeife darf man eins nicht vergessen, ja, man darf nicht auf das Optische gehen, auf die Verarbeitung und alles, weil das Ganze ist einfach handgemacht und so wie sie ist sie perfekt, ja. Also auch wenn hier mal ein bisschen was verbogen ist oder sonst was, das macht einfach den Flair dieser Pfeife aus. Was es ganz einfach richtig besonders macht. Das war der Kohleteller. Da kommen wir zum Verschlusssystem. Ist auch ganz einfach. Wird befestigt am Flaschenhals. Da hat man hier nochmal so eine Dichtung mitgeliefert. Und das Ganze ist auch hundertprozentig dicht. Darauf kann ich meine Hand verwetten. Man kann die Einzelteile auch auseinandernehmen. So wie hier zum Beispiel. Zack, zum Putzen oder wenn man sich selber noch was drauf basteln will, ja. Wenn ich schon das Ausblasventil mal in der Hand habe, zeige ich es euch mal. Also das Ganze ist auch sehr, sehr geil. Ich bringe es mal ein bisschen näher. So sieht das Ganze aus. Also sehr, sehr nice. Simpel gehalten. Einfach mit einer Platte drauf, ja. Beim Ausblasen wird es einfach nach oben geschoben. Sehen wir nachher dann. Da hat man innen drin noch so Gummidichtungen eingearbeitet, dass das Ganze auch dicht ist. Und festhält hat man auch genauso gut wie beim Schlauchadapter. Ist genau dasselbe Prozedere, ja. Prozedere, keine Ahnung wie man es sagt, aber Coin. So sieht das Ganze aus. Jetzt schraube ich mal das Ganze, dann stecke ich mal das Ganze wieder zusammen hier. Zack. Zack. So sieht das Ganze vom Nahen aus. Also hier hat man dann nochmal, hat er so eine Kupferspirale eingearbeitet. Um ehrlich zu sein, hat man mir erzählt, das Kupfer zu verarbeiten schon ziemlich schwer ist, vor allem so eine Spirale zu machen. Hier kann man danach seinen Schlauch einhängen, sieht man ja auch nachher dann. Dann haben wir hier ein Closed Chamber System, das Ganze wurde schön verlötet. Hier bläst man rein, hier wird es danach rausgedrückt und kommt oben wieder raus. Dann haben wir hier einen Diffusor, was man auch abnehmen kann, auch mit einer Gummidichtung versehen. Auch sehr, sehr geil. Ich rauche heute mal mit Diffusor, normal bin ich einer, der raucht gerne ohne Diffusor. Das ist die Dichtung. Da hat man hier das Verschlusssystem. Übrigens, wie ihr seht, habe ich diese Pfeife ein bisschen geputzt, aufpoliert, ja. Weil davor sah das Ganze so aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Habe ich mit einer Politur gemacht. Und zum Anlaufschutz und so weiter kommen wir auch noch nachher dazu, ja. Auf jeden Fall, so sieht das ganze Ding aus. Im Lieferumfang ist mit beinhaltet diese geile Bowl hier, eigene Standard russische Bowl, wie man sie halt so kennt. Machen wir mal das Ganze hier drauf. Zack. Und so ist sie dann fertig aufgebaut. Mit im Lieferumfang hat man natürlich nochmal so ein geiles Mundstück. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, man hat auf der ganzen Pfeife die Initialen von Vasili drauf. VZ, das Ganze macht er mit der Meißel rein. Also
richtig klassisch. Das Mundstück ist auch sehr geil, eigentlich optisch passend zur Pfeife. Ich würde mal sagen, ich hau das geile Ding jetzt mal an. Übrigens, zu rauchen gibt es Tabak mit meiner geilen Mesenbowl. Heute habe ich mal so ein bisschen das anderes Effekt ausgewählt, ja, dass man ein bisschen anders rüberkommt, ein bisschen düsterer. Weil ich finde, es passt einfach geil zu der Pfeife. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Aber who's care? So Leute, die Pfeife ist an. Ich lasse ganz so ein bisschen stehen, damit der ganze Tabak schön warm wird. Ja, weil ich rauche gerade einen Tabak, den ich euch nächstes Mal vorstellen werde. So. Im Lieferumfang haben wir nochmal so ein Mundstück, ein Silikonschlauch, aber der Silikonschlauch gefällt mir nicht so wirklich, ja. Riecht komisch, fühlt sich komisch an, deswegen habe ich einfach einen genommen, den ich schon eingeraucht habe. Oder schon mit dem ich oft öfters geraucht habe, ja. Rauchen tue ich auch nicht mit dem Originalmundstück, wegen dem Kupfergeschmack. Zwar hat man mit dem Mundstück das nicht, ich habe halt einfach keinen Bock mit dem zu rauchen, deswegen rauche ich heute mal mit dem, den mir Ocean zur Verfügung gestellt hat. 24 Karat vergoldet, ja. Richtig nice Ding, werde ich euch auch mal genauer zeigen noch. Dann Drip-Tip von Mason. Kommen wir mal zu dem Grund, warum ich mich noch für Kupfer entschieden habe. Kupfer hat einige Vorteile, wie ihr wisst, ja. Es ist antibakteriell, kühlt mehr als Edelstahl, wird auch als Wasserleitung benutzt. Da kommen wir auch zum Stichpunkt Wasserleitung. Wie manche von euch schon kennen, sieht es aus wie ein Anschluss von Heizung oder Wasseranschluss, ja. Ist auch kein Geheimnis, dass aus solchen Materialien hergestellt wird. Stört mich auch nicht, ja. Ich hätte auch Edelstahl-Variante nehmen können, wäre pflegeleichter, habe ich aber nicht getan, weil es macht einfach den Flair dieser Pfeife aus. Und es war das erste Modell von VZ, was er damals hergestellt hat. Mittlerweile reicht die Modellpalette bis von Stahl bis Messing, ja, Stahl mache ich V2A. Und er hat mittlerweile sein Geschäft schon ziemlich groß aufgebaut. Dafür Respekt und hat klein angefangen. Deswegen habe ich mich auch für die Pfeife entschieden, weil es ist einfach ein Teil der Geschichte von VZ und ich stehe auf Geschichte. Ich will mal sagen, ich rauche jetzt mal das Ganze an. Ihr seht, die Pfeife ist gleich da. Rauchverhalten ist sehr geil. Die meisten von euch würden denken, ja, ist Tradi-like. Ich würde mal so sagen, ja. Ist nicht Tradi-like. Anzug ist sehr direkt. Durchzug hat man hier schon guten. Also ist nicht so wie bei einer Tradi, dass man ein bisschen Widerstand hat. Man hat minimal Widerstand, aber auch nicht zu krassen Widerstand wie bei meiner LNF Sultan, sage ich jetzt mal. Und es ist eine gekonnte Mischung aus modern und Tradi. Ich würde mal sagen, ist eine Hybrid-Pfeife. Jetzt kommen wir mal zum Ausblasventil. Ist einfach geil. Und wenn ihr was bemerkt habt, guck mal, wie schnell das funktioniert. Ja, ist einfach nur brutal. Es funktioniert einfach richtig brutal, ja. Das ist eigentlich das beste Closed Chamber, was ich je hatte. Und schon ist sie leer. Einfach mega. Man hat ja auch noch die Nummer von der Pfeife eingestanzt. Da steht hier nochmal VZ, hier steht VZ, am Kohleteller steht VZ, am Mundstück steht VZ. Ich finde, ich rede ein bisschen durcheinander, merke ich gerade, aber ich finde, in dieser Pfeife steckt sehr viel Herz, Blut und Schweiß drin. Und natürlich kann man die Pfeife auch selber machen, ja, ist kein Kunstwerk, aber es ist einfach das Original und eine Kopie bleibt eine Kopie. Er hat damit angefangen und ich bin auch ein Fan von originalen Sachen, ja, weil man dadurch die Herstellung unterstützt. Kommen wir zur Pflege der Pfeife. Jeder weiß, Kupfer läuft schnell an. Ich habe sie jetzt vorbehandelt, ich habe sie poliert. Dann habe ich sie mit Kupfer-Anlaufschutz nochmal poliert. Es gibt auch so ein Spray. Kann man kaufen, extra für Kupfer, das nicht anläuft. Kann man komplett schön aufpolieren und danach schön sprayen. Ich weiß nicht, ob ich es machen will, weil wenn sie angelaufen ist, hat sie auch nochmal so einen speziellen Touch, speziellen Flair, was mir sehr gefällt. Das Ding haut Wolken raus. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wegen dem Filter kommt es nicht so krass rüber. Preislich liegt das Ganze in Deutschland
bei Hooker Black bei 329 Euro, wenn sie nicht schon ausgekauft ist, ja. Der Preis kommt dadurch zustande, der Shop will was verdienen. Sie müssen die Pfeife einkaufen, Zoll, Versandkosten und alles hin und her. Liegt sie dann bei 329 Euro. Kostet sie momentan mit dem jetzigen Kurs 168 Euro. Also wenn ihr die Pfeife beziehen wollt, dann über Kontakte oder über ihn direkt. Könnt ihr mit ihm aushandeln. Ist zwar ein bisschen kritisch, direkt von drüben zu holen. Wenn ihr einen Bekannten habt, würde ich es einfach über einen Bekannten holen. Natürlich liegt es immer an euch, ja. Ich habe es jetzt Geld investiert, weil ich die Pfeife aber sehr schön finde. Es steckt sehr viel Handarbeit drin. Verschlusssystem ist auch mega. Falls mal bei euch so sein soll, dass es ein bisschen ausleiert, könnt ihr es einfach ein bisschen zusammenbiegen. Dann sollte es wieder mal kein Problem sein. Ja, dann ist es auch wieder fest. Ich habe das Problem zum Glück jetzt nicht. Und diese Pfeife ist einfach was Spezielles. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Genau hier zum Schlauchhalter kommen wir auch. Könnt ihr einfach euren Schlauch da hinhängen. Fertig. Das Ding könnt ihr auch hier packen, passiert überhaupt nichts, also könnt ihr einfach hochheben. Das Ganze ist sehr fest und sehr, sehr, sehr safe, sage ich jetzt mal. Für alle, die gerne mit einem Tradi-Schlauch brauchen, ist auch kein Problem. Ihr könnt den Diffusor nehmen, einfach hier drauf stecken, dann mit einer schönen Dichtung, Kopfdichtung oder Schlauchdichtung, euren Tradi-Schlauch reinstecken und fertig, ja, geht auch. Ist alles also gar kein Problem. Und mehr habe ich euch zu dem Review zu sagen. Nehme ich jetzt erstmal ein Zügchen nochmal. An dieser Stelle nochmal danke an Robin für die vielen Infos, die ich nicht gewusst habe. Und Grüße gehen raus an dich, Digga. Auf jeden Fall checkt die Seite vom lieben Robin und seiner Crew auch mal aus. Die heißen auf Facebook Hooker Smokers Reviews. Also die stellen auch ziemlich nice Sachen vor. Köpfe aus Russland hin und her. Und wie man auch dran rankommt. Auch eine sehr, sehr nette Seite. Auch der Robin ist sehr nett. Danke dafür. Ich würde mal sagen, ich tue noch mal kurz alles aufzählen. Preis liegt in Deutschland 329, Russland 168 Euro. Wenn man sie hier kauft, hat man noch mal so ein Mundstück mit dabei. Das Ganze besteht aus Kupfer. Ist die erste Modellvariante. Ist komplett handgemacht. Hat ein Closed Chamber System. Spezielles Ausblasventil. Und ja, einfach nur geiles Ding. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Hier könnt ihr mich unten abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Review, was ich gedreht habe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rauch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Peace.